liebe Schwestern und Brüder, Ihnen allen ein herzliches Willkommen hier in dieser Kirche, zu Hause an dem Bildschirm, wo immer Sie mit uns feiern. Mit uns diese neue Pfarrei, die Menschen, die hier leben, diese Stadt unter den Segen Gottes stellen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir, Ihnen allen. Mein Name ist Tina Heller. So ist das mit der Technik. Ah, jetzt funktioniert sie doch. Also nochmal einen schönen guten Morgen Ihnen allen. Mein Name ist Tina Heller. Ich bin im Pfarreirat und darf Sie auch im Namen des Pfarreirates hier heute begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchten wir unseren Erzbischof Dr. Heiner Koch, der heute zu uns gekommen ist. Ja, wir freuen uns, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst feiern, dass Sie mit uns zusammen beten und mit uns den Segen Gottes erbitten für den Weg, der vor uns liegt. Einen guten Gottesdienst Ihnen allen. Liebe Schwestern und Brüder, mittendrin, Kirche mittendrin, mitten in Berlin. Gott mittendrin in dieser Gemeinde, in diesen vielfältigen Pfarreien, in diesen Gemeinschaften, in den Aktivitäten, in den Orten, in den Kirchen. Mittendrin, das ist unsere Botschaft. Komm, lass dich ein, komm und sieh. Das ist der Ruf. Der Ruf, den wir in Tat und Wort, in Gesten darbringen wollen, den Menschen, die mittendrin leben. Hier ständig, die hier wohnen, die vielen, die hier arbeiten, die vielen, die als Touristen, als Gäste der Stadt Berlin ins Zentrum kommen, die vielen, die die Einrichtungen, Krankenhäuser, Orte hier in Berlin in der Mitte besuchen. Ihnen allen rufen wir zu: Komm und sieh, mittendrin ist der Herr. Ich danke allen, die diesen Weg bisher mitgegangen sind, dass das Miteinander im Mittendrin wächst. Und danke allen, die auch in Zukunft diesen Weg mitgestalten, mitentfalten, denn wir sind ja auch am Anfang eines solchen Weges. Kyrie, Kyrie, Eleison.
vergebe uns all unsere Schuld, damit wir mit bereitem Herzen diese Feier begehen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus quae voluntatis, donamus te, benedicimus te, donamus te, glorificamus te, gratias facimus tibi, propter magnam, propter magnam. Lasset uns beten. Gott und Vater aller Menschen, in Treue zu dir widerstand der selige Bernhard Lichtenberg ungerechter Gewalt. In den Tod getrieben hat er als Märtyrer bereitwillig sein Leben eingesetzt für die Würde des Menschen. Lass auch uns stets nach deinem Willen fragen und dem Anruf unseres Gewissens folgen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und Liebe zueinander. Seid barmherzig und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen worden, dass ihr Segen erbt. Es heißt nämlich,
Wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten und seine Ohren hören ihr Flehen. Das Antlitz des Herrn aber richtet sich gegen die Bösen. Wort des lebendigen Gottes. Hat nun ein helles Licht aufgehen sehen. Ich sagte, die Nacht erdrückt mich, doch die Nacht um mich herum, sie wird zum Licht. Du kamst uns zu retten, Herr. Halleluja! Das Volk hat in der Wüste deine Kraft gesehen, als Wasser aus dem Felsen hervorsprang. Durst hatte ich und du gabst mir deinen Geist, der neu in mir zum Leben ruft. Du kamst uns zu retten, Herr. Halleluja! Der Herr
sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Wir hören das Evangelium zunächst in polnischer Sprache. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10:00. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego, i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10:00. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus.
Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus und Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus aus Nazareth, den Sohn Josefs. Da sagte Nathanael zu ihm: Aus Nazareth? Kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus antwortete: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn: Da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn: Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm: Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, mittendrin, miteinander, mittendrin. Das ist vielleicht ein anderes Wort für Communio, für Gemeinschaft. Mittendrin. Mittendrin in dieser Gemeinschaft ist zunächst Gott, Christus. Er ist der Mittelpunkt jeder Pfarrei, jeder Kirche, jeder Gemeinde. Kirche ist die Gemeinschaft Christi mit uns. Da geschieht das, was wir im Evangelium eben gehört haben. Er beruft uns. Ekklesia, die Herausgerufenen. Dem Herrn gehörig, Kyrios. Kirche, dem Herrn gehörig. Das ist das Besondere von Kirche. Gott, der kommt, uns einlädt, uns beschenkt, uns begnadet. Die Zeichen, die ich gleich dem Pfarrer übergeben werde, sind keine Ehrentitel des Pfarrers. Sie sind in seinem Dienst als Geweihter, von Christus Geweihter, Ausdruck, dass Gott uns beschenkt. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Communio mit Gott, das ist das Erste. Daraus leben wir. Deshalb sind wir heilige Kirche, doch nicht deshalb, weil wir fehlerlos wären oder alles perfekt wäre. Wir sind nur deshalb heilige Kirche, weil in der Mitte der Kirche, aus dem wir leben und auf die wir zugehen, Christus ist. Deshalb glauben wir an die heilige Kirche. Jeden Sonntag bekennen wir es. Ich glaube an die heilige Kirche, an Christus in unserer Mitte. Kirche mittendrin. Das ist miteinander der bunten Gemeinschaft. So vieler Menschen. Und jeder ist unterschiedlich, jeder ist anders. Wie viel Reichtum? Man braucht bloß an die vielen Nationalitäten zu denken, aber auch an die vielen Charaktere. Jeder hat seine Geschichte, seine Prägung, seinen Weg. Jeder ist wertvoll. Gott wollte, dass ich jetzt in dieser Zeit hier in dieser Pfarrei leben, an diesem Ort. Welche Buntheit von Leben.
Welche Buntheit von Leben, von Gemeinschaften, von Einrichtungen. Was sind hier alles für Einrichtungen in dieser Pfarrei? Akademische, bis hin zu unserem Institut, Orte des Krankseins, des Leidens, der Sorge, der Caritas um den Einzelnen. Lebenssituationen für Frauen und Männer, die nicht mehr weiter wissen. Wie viel Leben ist hier? Nationale Gemeinschaften, internationale Gemeinschaften. Welches bunte Leben. Communio, miteinander. Das sagt sich leicht, dass das bunt ist und vielfältig ist. Ja, das sagt sich leicht. Und das ist ein Segen und das ist Qualität. Aber es ist auch manchmal hart. Wenn Menschen aufeinander zukommen, die unterschiedliche Ansichten haben, unterschiedliche Wege gehen, unterschiedliche Traditionen, kirchenpolitische Standpunkte, Wertschätzungen, das ist nicht leicht. Dann ist es gut, sich daran zu erinnern, dass der und die eine lahm ist und der und die andere blind ist. Und dass der Lahme dem Blinden den Weg weisen kann und die Blinde dem Lahmen stützen kann. Aber das muss man auch erleiden manchmal. Und da muss man ein weites Herz haben füreinander. Bunte Gemeinschaft füreinander und miteinander. Das ist das Zweite. Aber dann kommt das wesentlich Dritte. Der Herr hat uns herausgerufen, in seine Kirche, wie im Evangelium, zu gehen, hinauszugehen. Zu den Menschen, die hier in Berlin leben und von Christus nichts wissen, zu denen, die hier leben und in großer Not sind. Ich habe gerade ein Buch gelesen über Berlin, Einsam in der einsamen Masse. Einsam in der einsamen Masse, Berlin. Die hier leben und vielleicht keinen Anschluss finden, die nicht wissen, wie sie hier leben können, die Existenznöte haben, die hier studieren, die hier arbeiten, die hier wirken. Menschen, die wir oftmals gar nicht im Blick haben, weil sie vielleicht nur kurzzeitig hier sind, Touristen, Besucher dieser Stadt. Sie gehören zu uns und wir gehören zu ihnen und zu ihnen sind wir gesandt. Kirche als Gemeinschaft ist eine offene Kirche, eine einladende und eine Geh-hin-Kirche, eine hingehende Kirche. Sie gehören zu uns und weil Gott zu ihnen gehört und sie auch, wenn sie es vielleicht gar nicht wissen, zu Gott und von ihm leben. Zieh den Kreis nicht zu eng, zieh den Kreis nicht zu eng. Die Grenzen einer Gemeinde sind nicht die Grenzen des Pfarrbezirks, auch nicht diese Grenzen, so wichtig und notwendig sie sind. Es sind die Grenzen der Herzen, die alles sprengen. Communio. Auf immer neuen Wegen, mit neuen Überlegungen, auch auf verlässlich bewährten Wegen, immer wieder zu Gott, zu Christus, mit ihm, zueinander und in die Welt hinaus. So anstrengend und mühsam manchmal auch das Leben im Zentrum von Berlin ist. Gut, dass sie, dass wir und dass mit uns Christus mittendrin ist. Gut, dass wir sagen können, komm und sieh und wir gehen miteinander und wir gehen miteinander und Christus geht mit uns. Welche Verheißung, welches Abenteuer. Das bleibt ein Abenteuer, das sich entfalten muss, hoffentlich in vielen Jahren, Jahrzehnten. Und dann mit diesem Patron, Bernhard Lichtenberg, mit diesem eindrucksvollen Menschen, der mittendrin gegangen ist. Die Schriften von ihm und über ihn habe ich mit solcher Begeisterung gelesen, beziehungsweise ich lese sie. Seine Erinnerungen, wenn er über die Straße unter den Linden ging, im vollen Ornat, mit der Hostien in der Hand, zu den Kranken ging und mitten in der Blinden wussten sie, jetzt kommt der Propst. Sie blieben stehen und manche knieten nieder, wenn er sie segnete.
Andere schüttelten den Kopf. Wie viele Wege hat er zurückgelegt zu den Ärmsten der Armen, zu den Kranken? Tag und Nacht. Alltägliches, alltägliches. Wie tiefgläubig war er, wie tief fromm. Was war das für ein frommer Mensch? Was hat der an Gott geglaubt? Sätze über Sätze, die wunderbar sind. Ein Bild möchte ich Ihnen mitgeben auf diese Reise, das mich immer wieder berührt. Von Bernhard Lichtenberg haben wir 2500 Briefe und Aufsätze. 2500 Briefe und Aufsätze. Das meiste sind Briefe. Handgeschriebene Briefe. Mich erinnert das an das Wort des Paulus. Ihr seid Christi Brief. Ihr seid Christi Brief. Für die Menschen. Geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Blut Christi. 2500 Briefe eines Menschen, der sich als Brief Christi verstanden hat. Ein Brief. Immer steht bei ihm rechts oben das Datum. Ja, jeder Brief, auch unser Wirken, unser Leben, unsere Botschaft, unser Einsatz ist in eine bestimmte Zeit hineingesprochen. Und diese Zeit verändert sich permanent. Wer hätte vor kurzem gedacht, dass wir in einer Corona-Zeit leben? Und in Berlin mit seinen Veränderungen, das sieht man ja schon baulich, wird es immer wieder weiter bunt gehen. Wie Berlin in 10 Jahren aussieht und die Menschen, das wissen wir nicht. Aber wir sind zu einem bestimmten Datum, in eine bestimmte Zeit, nicht abstrakt, konkret in eine bestimmte Stunde gerufen. Ein Brief hat ein Datum. Dann kommt immer seine wirklich sehr herzliche Anrede, der Gruß, der gleichsam eine Brücke baut zu den Menschen, an die er sich richtet. Sind wir so offen, so herzlich, so grüßend, wie Bernd Lichtenberg es ist? Grüßen wir. Fängt ja schon äußerlich an. Grüßen wir auf der Straße die Menschen, die vorbeigehen. Grüßen wir. Das ist schon ein Stück Offenheit. Und dann kommt der Brief, der Korpus, der eigentliche Brief. Handgeschrieben. Die Gefahr des Computerschreibens heute, dass es alles Versatzstücke oft sind und sachlich, amtlich, aber handgeschrieben. Man spürt in den Briefen ein Stück seines Lebens. Und man spürt die Geschichte dahinter. Die Geschichte, wie er eben zu den Kranken geht, was ihm das bedeutet, die Krankenkommunion, die letzte Sterbesakramente zu reichen. Und dass er sehr bewusst durch diese vielen Menschen gegangen ist, die nicht glauben. Zeichenhaft. Die Briefe, in denen er schreibt, dass jetzt der Augenblick ist, wo wir aufstehen müssen, weil wir nicht Juden und andere verehrte Menschen allein lassen dürfen. Aus der Würde, die sie haben, weil Gott in ihnen ist. Mit welcher Klarheit hat er das formuliert und mit welcher Konsequenz, auch als ihm gedroht wurde und als er schließlich gefangen genommen wurde. Kann man alles in den Briefen lesen. Und von dem Angebot der Gestapo, du kommst hier wieder raus aus dem Gefängnis, du brauchst bloß nicht mehr so zu predigen. Und das schon nach einer längeren Zeit der Gefangenschaft, die für ihn hart war, auch gesundheitlich hart war. Dann zu sagen, nein, schlichtweg als Wort war nein. Das schreibt er in diesem Brief, man merkt, das ist seine Geschichte, sein Leben. Und immer am Schluss empfiehlt er die Menschen, denen er schreibt, alle Menschen, sich selbst, Gott. Ihr, dein Bernhard Lichtenberg. Das ist immer so, habe ich den Eindruck, wie so ein Stempel unten drunter, so ein Siegel. Das gilt. Punkt. Das gilt. Darauf könnt ihr euch verlassen. Dazu stehe ich. Mit allen Konsequenzen. Meine lieben Schwestern und Brüder, in der Gemeinschaft, von der ich eingangs sprach, sind wir füreinander, für die Menschen da draußen, ein Brief Christi. Sind wir ein Brief Christi?
den sie auch lesen können, der offen ist, dass er gelesen wird, dass er verstanden wird, der auch klar und eindeutig ist, nicht nur Beifall findet, aber etwas von der Herzlichkeit ausstrahlt, weil es uns um den Menschen geht. Ich wünsche Ihnen wirklich für die Zeit, als neue Zeit, als Pfarrei, dass ich auf den Weg machen, Brief Christi für die Menschen zu sein. Und deshalb lassen Sie mich diese Gedanken schließen mit einem kleinen Auszug aus seinem letzten Brief. Den letzten Brief, den er geschrieben hat aus dem Gefängnis, als es schon nicht mehr weiterging. Der liebe Gott, Berlin, den 27. September 1943 aus dem Gefängnis in Tegel. Der liebe Gott hat mich nun zum dritten Mal ins Lazarettgefängnis geschickt. So werde ich meinen wahrscheinlich letzten Gefängnisbrief vom Bett aus schreiben. Wenn ich von hier aus auf die letzten Jahre zurückblicke, muss ich Gott aus ganzer Seele danken, auch allen, die seinen Willen an mir zur Ausführung brachten. Ich will alles, was mir widerfährt, Freudiges und Schmerzliches, Erhebendes und Niederdrückendes, im Licht der Ewigkeit sehen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, aber sein heiliger Wille soll geschehen. Der Gefangene im Herrn, Bernhard Lichtenberg, Dompropst von St. Hedwig. Ihr seid der Brief Christi für die Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf zunächst das Dekret, die Aufhebung und jetzt dann die Gründung dieser Pfarrei vorlesen. Das ist mehr als ein juristischer Satz, es spiegelt wider, dass hier eine neue Wirklichkeit entstehen soll. Das Dekret über die Aufhebung der katholischen Kirchengemeinde St. Hedwig, Berlin-Mitte, Herz Jesu, Berlin-Prenzlauer Berg, St. Bonifatius, Berlin-Kreuzberg, und St. Marien, Liebfrauen, Berlin-Kreuzberg. Und die Errichtung der katholischen Kirchengemeinde Pfarrei Bernhard Lichtenberg, Berlin-Mitte. Mit Ablauf des 31. Dezember 2020 werden gemäß Kanon 515 die katholischen Kirchengemeinden, die ich eben genannt habe, die einen staatskirchenrechtlich den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, aufgehoben. Und zugleich mit Wirkung vom 1. Januar 2021 die katholische Kirchengemeinde Pfarrei Bernhard Lichtenberg Berlin-Mitte mit Sitz in Berlin, Yorkstraße 88c errichtet. Wir sind zusammen herausgerufen durch die Taufe und in der Taufe, in der uns das lebendige Wasser geschenkt wurde, aus dem heraus wir leben und unser Leben für die Menschen entfalten sollen. Liebe Schwestern und Brüder, am Tag der Errichtung dieser neuen Pfarrei lade ich alle deshalb ein, Sie alle, das Taufbekenntnis zu erneuern. In der Taufe wurde uns zugesagt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und aus dieser Würde heraus unser Leben gestalten dürfen. Im Sakrament der Taufe haben wir Anteil am Auftrag und Sendung der Kirche erhalten, jeder von uns. Dabei liegt in der Vielfalt der Talente und Begabung eines jeden Einzelnen ein besonderer Schatz, der in Form unterschiedlichen Engagements für die Gemeinschaft
fruchtbar werden kann. So wollen wir uns nun bewusst an unsere Taufe erinnern und unseren Glauben bekennen, um uns für unser Wirken in den verschiedensten pastoralen Bereichen stärken und ermutigen zu lassen. Ich frage Sie und euch, widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, gelitten hat, begraben wurde, von den Toten auferstand und zu Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Das ist unser Glaube, der Glaube unserer Kirche, zu dem wir uns in Jesus Christus gemeinsam bekennen. Dieser Glaube verbindet uns und ist das gemeinsame Fundament, auf dem wir stehen. Als Zeichen dafür werden wir durch den neu ernannten Pfarrer mit dem heiligen Wasser, Zeichen des Lebens, besprengt. Der liebende Gott, lasse uns so gestärkt immer wieder aufbrechen aus alten Gewohnheiten, um die bestehenden Herausforderungen anzunehmen und auf die Suche zu machen nach neuen Perspektiven für unser Leben und unseren Glauben, für uns als Glaubensgemeinschaft hier im Erzbistum Berlin und weltweit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, aus der Taufe heraus und aus dem allgemeinen Priestertum aller Getauften erwachsen die unterschiedlichsten Dienste und Aufgaben in der Kirche. Unser Erzbischof wird jetzt den neuen Pfarrer, den Sie ja alle kennen und lieben sicherlich, einführen in sein Amt, ihm die Symbole übergeben, auch seines priesterlichen Dienstes. Das sind alles Symbolhandlungen. 365 Tage im Jahr sind Sie mit der Lebendigkeit gemeinsam hier unterwegs. Und heute feiern wir, dass Gott uns beruft, uns als Getaufte sendet und uns in einen besonderen Dienst stellt. Deshalb wird unser Erzbischof auch alle, die hier mitwirken, die Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen, unter den guten Segen unseres Gottes stellen.
Lieber Pfarrer Oliver Cornelius, mit Wirkung vom heutigen Tag wird Ihnen diese neu errichtete Pfarrei Bernhard Lichtenberg als Pfarrer mit allen Rechten und Pflichten übertragen. Sie haben dazu das Glaubensbekenntnis und den Amtseid abgelegt und die kanonische Institution das Amt als Pfarrer erhalten. Das Ernennungsdekret überreiche ich Ihnen voller Dankbarkeit und mit viel Ermutigung. Unser Herr Jesus Christus hat den Aposteln gesagt: Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du wirst im Taufbrunnen Menschen das Sakrament der Taufe schenken und sie in die Gemeinde aufnehmen. Empfange als Zeichen dieser Gnade. Empfange das heilige Öl für die Salbung der Kranken, Schwachen und Leidenden. Richte sie auf und begleite sie auf ihrem Weg zum ewigen Leben. Du bist beauftragt, im Sakrament der Buße das Wort der Versöhnung den Menschen im Namen Gottes zuzusprechen. Möge es für sie immer wieder der Neubegann eines neuen Lebens sein. Nimm hin das Evangelium, du bist berufen, gesandt, es zu verkünden. Was du liest, glaube, was du glaubst, verkünde und verwirkliche in deinem Leben. Leg deine Hände auf den Altar. Christus ist die Mitte, das Bildbild der dir anvertrauten Gemeinde. Führe sie immer wieder in dieser Mitte zusammen. Lieber Herr Erzbischof, ich bin dankbar, dass ich nicht alleine diesen Dienst übernehmen muss und tragen muss, sondern dass ganz viele Menschen hier in diesem Stadtteil mit Verantwortung übernehmen. Und so darf ich Ihnen vorstellen, die gewählten Mitglieder des Pfarreirates. Wir machen das jetzt mal so. Ich bitte euch, noch mal Platz zu nehmen, damit das auch noch mal deutlich wird. Genau. Und dass wir es sehen. Die gewählten ehrenamtlichen Mitglieder unserer Pfarrei Bernhard Lichtenberg aus dem Pfarreirat bitte ich mal aufzustehen. Hier wird deutlich, an unterschiedlichen Orten in unserer Pfarrei tragen Sie Verantwortung. Bitte mal die Mitglieder der Gemeinderäte der verschiedenen Standorte aufzustehen. Auch die Orte kirchlichen Lebens und Ordensgemeinschaften in unserer neuen Pfarrei, die ihr Apostolat übernehmen. Vielen Dank. Und ganz besonders dankbar bin ich natürlich für mein Pfarrteam, die Hauptamtlichen, die mit mir in dieser Gemeinde wirken, leben, arbeiten, Gott suchen, immer wieder auch neue Wege. Bitte euch mal aufzustehen, die Hauptamtlichen in der Pastoral, und sie sollen nicht vergessen werden, die in der Verwaltung. Auch das ist ganz wichtig. Diese Pfarrei muss auch verwaltet werden. Bitte mal die aufzustehen, die in der Verwaltung tätig sind. Vielfältige Charismen, vielfältige Menschen, ich bin dankbar für diese Pfarrei, dass ich hier wirken darf, mit euch zusammen in unterschiedlicher Art und Weise. Dankeschön an dieser Stelle. Vielfältiger Gott, wir dürfen uns in der Geschichte mit dir geborgen wissen und aus ihr heraus die Zukunft gestalten.
Durch die Taufe hast du einen jeden von uns berufen, dich zu suchen und in den unterschiedlichen Lebenskontexten erfahrbar zu machen. Beflügle alle mit deinem Geist für die Aufgaben, die jeder nach seinen Talenten und Charismen übernimmt und ausfüllt, um leidenschaftlich Zeugnis davon zu geben, dass du da bist, mitten im Leben. Ermutige die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle hier Anwesenden, damit auch unbekanntes Terrain zu betreten, und wecke in ihnen die Neugierde auch auf fremde Lebenswelten und Erfahrungen. Lass sie mit Offenheit und Wertschätzung auf die Menschen zugehen und aufmerksam hören, was sie ihnen zu sagen haben, um voneinander und miteinander zu lernen, gemeinsam Verantwortung für die Gesellschaft zu tragen und unsere Welt zu gestalten. Mach die hier Versammelten sensibel für die Herausforderungen unserer Zeit. Lass sie die Sorgen und Nöte, die ihnen anvertrauten Menschen wahrnehmen und ihre Stimme erheben für sie. Segne alle, die sich mit Leidenschaft und Herzblut und auf vielfältige Weise für das Erzbistum Berlin einsetzen und ihm ein einladendes Gesicht verleihen. Erfülle sie mit deinem beseelenden Geist und deinem Beistand, damit sie mutig und beharrlich Freiräume eröffnen, in denen sich Menschen ihrer bunten Vielfalt willkommen fühlen. Dadurch werde unser Erzbistum zu einem Ort, der ausstrahlt, dass du alle Menschen zur Freiheit berufst. So segne euch der liebende Gott und lasse euch zu einem Segen werden für andere. Darum bitten wir jetzt und in Ewigkeit. Ich danke Ihnen von Herzen für diese Bereitschaft. Ich danke Ihnen von Herzen für dieses Engagement mit aller Kraft, auch mit allen Grenzen, die wir haben, anzugehen und zu gestalten. Wir gehen gemeinsam. Wir wollen nun die Fürbitten sprechen. Guter Vater, wir danken dir für die Zusage deiner Liebe und unsere Sendung in die Welt. Wir bitten dich. Herr, wir sind in den verschiedenen Gemeinden der Pfarrei Bernhard Lichtenberg unterschiedlich unterwegs. Die Vielfältigkeit unserer Erfahrungen bietet eine tragfähige Basis für den zukünftigen gemeinsamen Weg. Schenke uns gegenseitiges Wohlwollen und die Kraft, unsere Verantwortung zum Aufbau der neu gegründeten Pfarrei zu erkennen, und lass uns in diesem Tun nie das Ziel aus den Augen verlieren, dass du unser Gott selbst bist. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, wir bitten für die Kinder und Jugendlichen in unserer neuen Pfarrei, dass sie die Gemeinde als einen spannenden Ort des Glaubens erleben, dass sie die Sehnsucht nach Liebe und Freiheit als Kraft ihres Lebens entfalten können und sich immer wieder Menschen unter uns ermutigt fühlen, sie mit ihrer haupt- oder ehrenamtlichen Arbeit darin zu bestärken und den Glauben mit ihnen entdecken zu wollen. Wir bitten dich. Herr, in unserer Pfarrei gibt es viele Menschen, die Hilfe und Unterstützung in unseren Notübernachtungen, Suppenküchen und auch an anderen Orten finden. Lass die Notleidenden nicht verzweifeln. Schenke den Helfenden immer neu die nötige Kraft und viel Freude in ihrem Dienst und begleite du alles Tun mit deinem Segen. Wir bitten dich. Herr, wir bitten für alle Unfallopfer, Schwerverletzten, alle Opfer von Gewalt, die um ihr Überleben und Heilung bangen. Für alle, die an körperlichen Krankheiten leiden, für die chronisch Kranken,
die nicht mehr auf Besserung hoffen. Für alle, die an psychischen Krankheiten leiden, für die Suchtkranken und für alle Menschen, die keinen Lebensmut mehr spüren. Für alle Bewohner und Mitarbeiter des Caritas-Hauses am Michael-Kirchplatz. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, wir bitten für alle Frauen und Männer, deren Kräfte im Alter schwinden. Besonders für jene, die einsam und enttäuscht sind. Und für die, die voll Trauer über ihr eigenes Leben sind. Für die älteren Menschen, die nach Orientierung in ihrem Leben suchen und für die, deren finanzielle Existenz bedroht ist. Für die betagten und hochbetagten Frauen und Männer, die geistig und körperlich noch fit sind, dass sie Gott danken können für ihr langes und erfülltes Leben. Wir bitten dich. Herr, schenke allen, die glauben, dass man Konflikte in der Welt mit Waffengewalt befrieden kann, die Erkenntnis, dass Gewalt immer zu Gegengewalt führt und dauerhafter Friede nur erreicht werden kann, wenn die weltweite soziale Ungerechtigkeit überwunden wird. Stärke alle, die sich Gedanken machen und Modelle entwickeln, wie man Frieden schaffen kann ohne Waffen, wie das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit ernst genommen und neu gedacht werden kann. Sei du an der Seite der Menschen, die sich einsetzen für Geflüchtete auf dem Mittelmeer, auf dem Balkan, auf den griechischen Inseln, in Lateinamerika, in den USA und überall auf der Welt. Wir bitten dich. Módlmy się, aby Boża miłość i Boże miłosierdzie wprowadzały pokój w serca wszystkich ludzi, a szczególnie tych, którzy decydują o losach świata. Beten wir, dass Gottes Liebe und Barmherzigkeit Frieden in die Herzen allen Menschen bringen, besonders derjenigen, die über das Schicksal der Welt entscheiden. Wir bitten dich, erhöre uns. Irakamula Tahapani, Ulahangamula Tiriavaye Kanokum, Govit Totinal, Adiyamaha Arupani Alehaleyam, Arut Sahodarihaleyam, Ulandivita Nilayel, Melam, Innilay Todaramalam, Matum, Amadenatilam, Ulahangam in Noin Viriam Kurainde, உமது கருணையும் இரக்கமும் எம்மை பாதுகாத்திட உமது அன்பின் வழி நடத்துதல் எம்மை உறுதிப்படுத்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். Guter Vater, wir danken dir für deine Nähe. Höre auf die Fürsprache unseres Pfarrpatrons Bernhard Lichtenberg und bleib bei uns durch Christus, unseren Herrn. Dankeschön. Das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt. In der Liebe, die alles umfängt. Musik.
das Leid jedes Samen uns Jesus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Durch diese Gaben nährst du den ganzen Menschen. Du gibst dem irdischen Leben Nahrung und dem Leben der Gnade Wachstum. Lass uns daraus immer neue Kraft schöpfen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland, ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er dir ein heiliges Volk erworben und sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen, die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reicht ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Heiner und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem seligen Bernhard Lichtenberg und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen.
Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Wirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, der du mittendrin in unserem Leben bist, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Thank you.
für uns gebrochen in Gestalt des Brotes, Christus, das Lamm Gottes, der nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt und seht. Preisen, wer tief genug sich beugen vor dir, wessen Hand ist vor dir rein. Himmlische Majestät, alles was groß ist und zählt, wird vor dir bedeutungslos und klein. Ich lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Wer kann kein Kreuz begreifen, wer Jesu tief sich beugen wie du? Wer erkennt, was du getan? Maßlosem Reichtum und Würde legtest du ab zur Erde, kamst du als Knecht und wurdest arm. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße. Jesu, vor die Füße, Jesu. Und ich lege meine Träume, ich lege meinen Tag, lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße, Jesu, vor die Füße, Jesu. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm auf dem Thron. Tag und Nacht bist du herrlich, bist du würdig allen Lobes, Tag und Nacht unaufhörlich. Bist du würdig allen Lobes, Tag und Nacht unaufhörlich. Bist du würdig allen Lobes, Tag und Nacht unaufhörlich. Bist du würdig allen Lobes.
lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Herr, unser Gott, im gemeinsamen Mahl sind wir als vielfältige Gemeinschaft zusammengekommen. Lass uns aus dieser Erfahrung heraus deine frohmachende Botschaft in die Gesellschaft tragen und dir so ein einladendes Gesicht und Herz verleihen und deine Nähe erlebbar machen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Herzliche Einladung, jetzt nach dem Schlusssegen in den Garten der Johannesbasilika zu kommen. Hinter der Kirche benutzen Sie bitte rechts und links die Ausgänge, gerne auch den Haupteingang. Wir treffen uns dann gleich zum letzten Lied hinter der Kirche und wollen da noch einmal gemeinsam singen. Lieber Herr Erzbischof, herzlichen Dank und wir wollen uns nun unter den Segen Gottes stellen. Zusammen leben, wirken, arbeiten. Alle Menschen, die hier in der Mitte Berlins leben, die hier reinströmen, rausströmen. Uns und alle, die es schwer haben im Leben und im Glauben und im Hoffen.
Noch einmal, ich danke allen herzlich, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben, gestaltet haben. Das war viel Mühe. Danke allen, die ihn so wunderbar bereit durchgeführt haben, gerade musikalisch, den beiden Chören und Orchestern, Küstern, Ministrantinnen und Ministranten. Danke für Ihr Kommen. Ich hoffe, Sie werden diesen Gottesdienst als erfrischenden Gottesdienst an einem der heißesten Tage erleben. Ich wünsche Ihnen für alle Wetterlagen dieser Pfarrei wirklich Gottes Segen und freue mich, dass ich ihn mit Ihnen gehen darf. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der Dreieinige, der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.